Dieser Tage erreichte uns eine Zuschrift von René Osselmann aus Magdeburg. Er hat uns ein kleines Gedicht zur aktuellen Zeit geschickt. Und das möchte ich jetzt vortragen. Das Virus. Es ist nicht zu sehen und zu riechen, doch es ist da. Es ist nicht zu spüren, doch die Bedrohung ist wahr. Das Virus hat sich verbreitet und viele wollen es nicht sehen. Doch sie sind blauäugig und wollen so wohl über Leichen gehen. Sie fühlen sich in ihrer Freiheit doch so eingeschränkt. Doch ist es die Gesundheit, die ihnen die Freiheit schenkt. Es ist nicht zu sehen und zu riechen, doch es ist da. Es ist nicht zu spüren, doch die Bedrohung ist wahr. Das Virus ist heimtückisch und zeigt sich oft versteckt. Doch viele werden erst wach, wenn ein Bekannter verreckt. Dann stehen sie auf einmal im Trauergewand so da und merken erst jetzt, das Virus war wohl wirklich dann da. Es ist nicht zu sehen und zu riechen, doch es ist da. Es ist nicht zu spüren, doch die Bedrohung ist wahr. Das Virus ist so böse und auch so leise und gemein. Es zeigt sich nur selten sofort, so will es halt sein. So wird es dann schnell als Lüge immer beschrieben. Doch man wird nur wach, betrifft es die, die wir lieben. Es ist nicht zu sehen und zu riechen, doch es ist da. Es ist nicht zu spüren, doch die Bedrohung ist wahr. Das Virus wird sodann halt als eine kleine Lüge benannt, doch es ist da, hat die Welt jetzt in seiner festen Hand. Sie wollen es nicht sehen und sie sehen in ihm die Lüge. Was passiert, wenn das Virus sie auch mal berühre? Es ist nicht zu sehen und zu riechen, doch es ist da. Es ist nicht zu spüren, doch die Bedrohung ist wahr. Das Virus ist eine Grippe, so Verharmlosung und doch so nah. Wer es dann nicht übersteht, der landet am Ende im Sarg. Doch ihr seid verschworen, peinlich, naiv und auch blind. Werdet erst wach, wenn das Virus über euch gewinnt. Es ist nicht zu sehen und zu riechen, doch es ist da. Es ist nicht zu spüren, doch die Bedrohung ist wahr. Das Virus ist da und ein Virus hat es ja schon immer gegeben. So hört man jetzt Verblendete doch täglich hier so reden. Doch, ein Virus ist sehr böse. Wann wird es den Idioten klar? Muss erst liegen ein Bekannter von diesen Menschen im Sarg? Es ist nicht zu sehen und zu riechen, doch es ist da. Es ist nicht zu spüren, doch die Bedrohung ist wahr.